Hallo ihr Lieben, heute darf ich euch eine Grandmama vorstellen. Sie ist bisher Bankerin, eine Schweizer Bankerin gewesen und hat sich einfach entschieden, ich eröffne jetzt eine Academy. Ich möchte Grace Integrity Master ausbilden. Ich möchte Aufrichtungsheiler ausbilden. Ich möchte... Da ist sie schon! Mehr geht doch nicht, oder? Und sie kommt gerade auch noch vom Skifahren. Die ist so richtig jetzt aufgeladen mit Energie. Bin ich. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig. Ich freue mich auch total. Das ist so schön. Die Deborah, ich habe das gerade gesagt, du bist ja eigentlich eine Schweizer Bankerin, nicht wahr? Jetzt habe ich es akustisch nicht gehört, sorry. Ich habe eigentlich eine Schweizer Bankerin, nicht wahr? Ja, das war ich mal. Und wie kommt man dann dazu, dass man da aussteigt und möchte plötzlich eine Heilerakademie eröffnen? Das ist eine schöne Geschichte. Letztendlich, tatsächlich, war es ein Schicksalsschlag, also ein Ereignis in meinem Leben, das hat auch mal wuff und alles war anders. Und das hat mich so auf den Weg gebracht, ja, und ich habe lange mich damit beschäftigt, mit Energiearbeit schon und all das. Und ja, und irgendwann war es einfach klar, ich darf da raus und mein eigenes machen und ich musste das wie tun. Es war so wie so dieser Herzensweg, der Soul Flow. Letztendlich, ich musste da reinspringen und alle haben mich für verrückt erklärt, oder viele. Aber du kamst ja auch, du kamst ja zu mir durch eine Grandmasterin, die ich auch ausgebildet habe, von der Nadja Schlenkrich. Von der hört ihr hier aber auch noch ganz, ganz viel. Ich glaube, Dienstag kommt sie hier rein. Und die Deborah war so inspiriert, die hat dann, glaube ich, den Master of Grace gemacht, ne? Aufrichtungsheiler. Und irgendwann hat sie mich angeschrieben und hat gesagt, ich möchte jetzt gerne auch Grandmaster werden. Ja, wie fühlst du dich jetzt damit, mit dieser Entscheidung? Es ist die beste Entscheidung meines Lebens. Es ist einfach gigantisch, was darin nochmals passiert. Ja, ich bin ja schon so ein Riesenfan von Grace Integrity, seit ich durch die liebe Nadja darauf aufmerksam geworden bin. Und jetzt als Grandmaster wirken zu dürfen, ist einfach einerseits eine Ehre. Und auf der anderen Seite, ich liebe es so sehr, die Menschen darin begleiten zu dürfen, in dieser Frequenz. Die Wunder, die sie erfahren, wie sie aufblühen, wie sie beginnen zu strahlen und letztendlich dann auch selber erfolgreich werden, ihre Kunden gewinnen. Und ich kriege da Gänsehaut. Das ist so schön. Du bist so eine Leuchtbombe und ich finde, auch bei dir sieht man das so. Das sieht man einfach in jeder Zelle. Du bist Energy pur und das sehe ich immer so gerne in den ganzen Rosewood-Ausrichtungen und wenn wir miteinander wirken. Aber das Schönste ist, wenn du mir natürlich erzählst, auch deine Klienten, die werden neu, die bekommen eine andere Ausstrahlung. Man sieht das wirklich im Gesicht. Ne? Das steht Menschen im Gesicht geschrieben. Ist wirklich so, vorher und nachher. Ja, bei allen. Und wir sagen mir das ja immer so, es gibt ein Leben vor Grace Integrity und eins nachher. Und das ist wirklich so. Wenn wir nach Hause kommen dürfen, ja, als Seele in unserem Körper, wenn wir endlich, ich glaube, ich war ein Leben lang auf der Suche. Und ich habe auch gewusst, es gibt es, es muss möglich sein. Und dann bin ich hierher gekommen. Und es ist einfach wow. Und so berührt es jetzt auch meine Kunden und die berühren wieder ihre Kunden. Und das ist so schön, wie das jetzt auch in die Welt hinausströmt. Ja, und wir alle strahlen. Ja. Ich finde das super, super schön und wichtig, wenn auch Menschen wie du, die natürlich, du hast ja einige Coaching-Ausbildungen auch vor uns gemacht. Du warst ja bei sehr, sehr vielen auch. Und hast aber diesen Bankhintergrund, was ja immer noch in der 3D-Welt eine ganz seriöse Ausbildung ist. Du hast mit Zahlen zu tun gehabt, mit einer Company. Du warst ja bei einer sehr seriösen Bank auch. Und das ist
so spannend, wenn Menschen, die eben in einer hohen Position in der 3D-Welt waren, jetzt in eine hohe Position gehen und alles integrieren. Wir wollen ja nicht sagen, das ist alles schlecht, aber wir integrieren das und bringen einfach etwas bei jedem Einzelnen an die Oberfläche, was er in Wahrheit ist. Und da ist jeder glücklich. Und ich glaube, bei der Deborah sieht das jeder Blinde. Glücklich du bist, ja? Ja, ich meine, aber das bin ich. Steht in Wikipedia das als Honigkuchenpferd. Das bin ich wirklich. Und dieser Weg ist natürlich nicht nur immer einfach, doch er ist Gold wert. Und diese Zeit früher war genauso wichtig. Und wie du auch gesagt hast, ich habe so vieles auch ausprobiert und ich habe ganz viele Ausbildungen auch gemacht. Und es war letztendlich dann auch wieder eine Entscheidung, das alles wieder loszulassen. Ja, und jetzt einfach in der neuen Energie arbeiten zu dürfen mit diesen Frequenzen. Und es geht nur noch um Frequenzen. Ja. Und es ist so easy und so einfach. Ja, und das ist gar für so ganz, ganz. Sie hat das eben gesagt, es ist nicht immer einfach, weil ich bin manchmal eine ziemlich strenge Lehrerin. Aber ich danke dir. Sie eröffnet ja auch eine Akademie. Ja. Und da muss sie das auch sein, weil das Ego ist ja manchmal super, super aktiv. Gerade wenn wir durch eine neue Türe können, wenn die sich öffnet, versucht das Ego uns festzuhalten und zieht uns in irgendwelche Energieillusionen hinein und dann spüren wir Druck, wir fühlen alles Mögliche. Und da brauchst du natürlich auch einen Grandmaster, der das sieht. Ja, und weil unsere Grandmaster, wenn sie bei mir ausgebildet werden, das ja auch selber fühlen, wie wichtig das ist, wenn sie ihre Leute dann da durchführen und dass das nicht immer geht mit Ai-Dai-Dai, da musst du schon mal jetzt spring, jump, ja, das ist anders, ne? Und das ist wirklich so wichtig. Und ich glaube, dass auch einfach jeder Mensch, der bisher in einem sehr harten Geschäftsbusiness tätig war, gerade bei dir richtig aufgehoben, ja, weil du diese Welt zur Genüge kennst, weil du weißt, wie bin ich denn überhaupt aus diesen Ansichten, aus diesen Verurteilungen, Wertungen, da waren ja nur Wertungen, ja, wie bin ich da überhaupt rausgekommen und was hat das mit mir gemacht und das weißt du. Und daher ist mir das immer so wichtig, dass eben Menschen, die sich in einer Branche besonders gut auskennen, das heißt nicht, dass du nicht für jeden da bist, aber ich finde wirklich Menschen im Business, im harten Business, die jetzt hier zuhören und ihr braucht eine Begleitung, ja, geht bitte zur Deborah. Die kennt sich super in dieser Ebene aus. Ja, das ist wichtig. Du weißt genau, wie diese Welt tickt. Ich weiß das nur, weil ich viele beraten habe. Aber ich habe das ja selber gar nicht gelernt und erfahren. Ich habe viele Menschen beraten, die auch Konzerne hatten. Und dadurch habe ich die Welt und wie die alle tickten überhaupt kennengelernt. Aber wenn man da mittendrin ist und da auch ausbrechen möchte, weil es eben nicht mehr stimmig ist, das ist doch einfach ein ganz, ganz wichtiges Tool, weil du genau weißt, ich nehme dich an die Hand und ich bringe dich da durch. Danke. Was hast du in deiner Partnerschaft gemacht? Wie hat dein Mann darauf reagiert? Genau, tolles Thema, weil hatte ich nämlich jetzt auch schon im Kopf, weil er letztendlich ja auch in der Finanzbranche war und das natürlich auch kennt, all das. Und wir haben gemeinsam in unserer Partnerschaft so, so vieles natürlich auch heilen dürfen. Ich glaube, dieser Weg, auch hier, das ist natürlich, wenn du unterwegs bist mit deinem Partner schon eine lange Zeit, dann darfst du da, ja, du darfst tiefer gehen, du darfst einander, ja, so wertschätzen und lieben, wo jeder seinen Weg hat. Und ich finde es so, so schön, dass ich jetzt wirklich dieses Glück auch habe, einen Partner zu haben, der mitkommt, der am Anfang überhaupt nicht verstanden hat, was ich da tue und was das überhaupt soll. Und ich ihm eigentlich schon ein bisschen zu abgehoben war, weil da alles Frequenz. Und heute hat er es, oder in der Zeit hat er selber schon so viele Wunder darin erlebt, dass er einfach ja inzwischen auch da voll mit dabei ist
Und das ist natürlich auch für die Partnerschaft wunderschön. Ja, es ist wirklich so, wenn ein Mensch sehr im Kopf ist, der ist ja irgendwo in einem kleinen Raum, ist ja wie eine Box. Und wenn dann jemand solche Geschichten erzählt, die denken ja, was geht denn hier auf? Ja, die können ja erstmal gar nicht das nachvollziehen. Das müssen auch die Menschen selber fühlen. Und das ist das Interessante. Wir sagen immer, es gibt ein Leben vor Grace Integrity und danach sichtbar. Und das ist für mich immer der größte Beweis, dass man es wirklich an der Strahlkraft eines Menschen sieht, am Glücklichsein. Natürlich haben wir auch alle Tage, wo wir immer denken, was ist denn da gerade? Ja. Und es kommt. Nun wissen wir, hey, der Raum wird wieder größer, das ist die größte Challenge, da gehe ich jetzt durch, weil danach habe ich noch mehr Happiness und noch mehr Businessräume öffnen sich und noch mehr tolle Kunden kommen und noch mehr Spaß. Ja? Und, yes. Und die Deborah weiß das, die bildet aus, bildet dich aus, wenn du interessiert bist, als Master of Grace Integrity, als Aufrichtungsheiler, New Paradigma, du bist mit allem dabei, gell? New Paradigma. Den noch nicht, noch nicht. Und noch. Ja. Aber es ist wirklich faszinierend schön, gerade wenn du noch in so einer kleinen Box sitzt und wissen möchtest, wie vereine ich denn jetzt mal meinen Verstand, der immer mit dem Ego im Team ist und das Ego will dich immer abhalten, dass du so richtig groß wirst, zurück zu deiner wahren Natur kommst. Und das kann dir die Deborah sehr nahe bringen, wie du diesen Verstand mit dem riesengroßen Herzen verschmelzen kannst. Und was man und was man dann daraus erschafft. Und das kann ich euch nur ans Herz legen. Was möchtest du denn heute unseren Zuschauern noch mit auf den Weg geben? Das ist immer so eine wunderschöne Frage. Und das kommt dann einfach im Moment, was jetzt fließen darf. Und ich glaube, es ist alles ist ein Weg. Und ich sehe so viele, die irgendwo diesen Sprung in das Neue nicht wagen, die einfach eben, weil sie sehr im Kopf sind, also ich, wenn wir jetzt da, es sind ja nicht alle Banker oder alle, die in der Wirtschaft sind, irgendwo so, und trotzdem ist ganz vieles, was Neues dann irgendwo, und ich weiß auch, dass ganz viele mich beobachten schon seit Jahren und ja, here I am. Und die ist klasse. Und letztendlich wirklich auch dieses, wenn man dann mal gestartet ist, dieses Dranbleiben, das habe ich selbst auch erlebt. Man darf da, es geht nicht, dass man irgendwo mal, man macht mal einen Monat und dann ist fertig, sondern es ist wirklich ein Weg in dieses neue Paradigma, diese neue Erde, wo wir leben möchten. Wir sind Designer einer ganz neuen Welt und es liegt wirklich an einem jedem von uns. Und wenn wir die Seele wieder verkörpert haben, dann sind wir wieder in der Vollkommenheit. Und dann können wir das und erschaffen einfach das Paradies. Das ist so wichtig. Ja. Danke, liebe Deborah, danke, dass du hier bist. Und die Teilnehmer, die hier zuschauen in unseren YouTubes, die werden natürlich auch deine Erreichbarkeit hier lesen können. Und ich kann wirklich einen jeden unserer Brandmaster euch ans Herz legen. Denn die abhauen, die den Kopf in den Sand stecken, die gehen eben nicht durch die Türe und die sind durchgegangen. Und wie gesagt, es ist manchmal nicht das Leichteste. Es ist eine sehr hohe Ausbildung, wo du unglaublich viel mitnimmst. Und dieses unglaublich viel erstmal zu verkörpern, das ist schon eine Aufgabe, ne? Möchtest du auch sagen, ne? Kann man so sagen. Und ich danke dir für deine Engelsgeduld. Und ich weiß, wie mein Weg war, wo diese Ego-Ausflüge ja auch manchmal. Und genauso darf ich jetzt auch meine Kunden begleiten und sehe sofort, wenn sie da irgendwo. Aber ist so schön. Du, weißt du, das Schöne ist, die wissen irgendwann, diese ganzen Egos der Welt, wow, da ist die Deborah, da komme ich nicht dran vorbei. Und wenn die jetzt da reinspringt, also die Kundin mit ihrem wahren Selbst, was mache ich dann nur? Und dann bäumen die sich natürlich auf, aber wir lieben ja auch das Ego. Für mich gehört das Ego ja auch dazu. Und das Ego bringt uns ja eigentlich immer vor unsere nächste Wand, wo wir nur durchgehen müssen.
Dafür ist es ja da. Und das erzählen wir auch den Egos. Und irgendwann verstehen sie es auch. Liebe Deborah, habt noch einen wunderschönen Sonntag. Und danke dir. Ich freue mich schon, auch, wenn die Videos die nächsten Tage online sind. Und vielen, vielen gespannt, lieben Dank. Unsere Zuschauer dazu zu sagen haben. Dann ciao. Tschüss.